Der Wickler aus dem letzten Part meinte, er guckt sich Sterne an. Ob das das Bild ist, was er sich anguckt? Naja, egal. Herzlich willkommen zurück, Leute, bei Super Mario 3D All-Stars. Uns fehlen noch 17 Sterne. Wir haben im letzten Part die schlimmste Welt von allen, glaube ich, beendet. Gulliver Gumba. Die ist zusammen mit der Wubiwaba-Wüste wirklich die dreckigste Welt von allen gewesen. Wir haben außerdem 12 Geheimsterne, das heißt, uns fehlen noch 3, da es 15 Geheimsterne gibt. Und einen Geheimstern werden wir uns jetzt abholen. Erstmal müssen wir hier diese Tür öffnen, die wir schon mit 70 Sternen hätten aufmachen können, glaube ich. Und jetzt sind wir im Obergeschoss. Da sehen wir schon die 14. Welt, da werden wir gleich reinspringen. Aber zuvor sprechen wir mal hier mit dem Toad. Ich habe keine Ahnung. Ich habe total vergessen, wie ich die Toads damals gevoiced habe, weil das halt, wie schon gesagt, über ein halbes Jahr her ist. Deswegen mal schauen, wie ich den jetzt synchronisieren werde. Betrittst du die Uhr zu verschiedenen Zeiten, werden dir weitere Geheimnisse offenbart. Vielleicht hilft dir auch dieser Stern. Danke, Bro. Her damit. Buja. Das heißt, uns fehlen noch 2 geheime Sterne. Und die ganzen Sterne aus 2 Welten. Dann haben wir alle. Und ich glaube, mehr ist hier nicht. Obwohl, wir könnten. Aber ich will jetzt nicht, also, das ist Kurs 14 hier oben. Und Kurs 15 ist entweder da, oben in dem Loch, oder da oben in dem Loch. Und ich will jetzt nicht aus Versehen Kurs 15 betreten, aber ich weiß halt gerade nicht, welches von den Kurs 15 ist. Ich glaube, rechts ist Kurs 15, deswegen gehen wir mal nach links. Da kann man auch nur mit einem super Dreisprung hoch, es sei, oder man geht auf diese Erhöhung. Aber ich kann mich erinnern, wie ich das mit dem Dreisprung eigentlich immer gemacht habe. Aber Mario hat keinen Bock. Und wenn Mario keinen Bock hat, dann muss man leider auf Mario hören. So, ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt Kurs 15 betrete, aber egal. Rein da. Und? Ja, ich lag richtig. Das ist auch noch ein geheimer Stern. Das ist nämlich, ich glaube, Regenbogenfeuerwerk heißt das hier. Und hier gibt es wieder 8 rote Münzen, die man sammeln muss. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das absolut widerlich ist. Die Regenbogen, die zeigen euch an, wo ihr hinfliegen solltet. Deswegen werden wir den Regenbogen doch einfach mal folgen. So, hier ist schon mal die zweite rote Coin. Hier ist, kann ich auch meine Cap erneuern, ganz wichtig. Weil sonst sind wir aufgeschmissen. So, jetzt gehen hier 2 Regenbogen weiter. Deswegen, ich gehe mal hier lang. Obwohl, wie soll ich denn jetzt da hoch? Das ist doch auch schon wieder beschissen. Ja, Leute, warte mal. Ich kann auf diese Plattform und hier ist eine Rakete. Sehr schön. Gut. 3 rote Coins. Ich habe deinen Namen vergessen. Buddy hieß du, ne? Hallo, ja, ich heiße Buddy. Schön, dich wiederzusehen. Ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Es ist auch schön, dich wiederzusehen. Nach einem halben Jahr ist es gut, alte Bekannte wiederzusehen. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone und viel Glück. Dankeschön, Buddy. Solche Freunde braucht man im Leben. So, war hier... Das hier ist, glaube ich, nur zum Festhalten, falls man irgendwie angeschossen oder angeflogen kommt, dass man sich dann da dran festhalten kann. So, Cap erneuert und jetzt gucken wir mal, wo wir uns am besten hinschießen. Uns fehlen noch 5 rote Coins. Wäre schön, wenn ich das hier im First Try schaffe. Da ist auf jeden Fall was, deswegen jumpen wir mal hier hin. Ich komme da aber noch nicht hoch. Aber ich kann auf diese Erhöhung, wenn ich das jetzt nicht verkacke. Und hier ist auch nochmal die Möglichkeit, mich irgendwo hinzuschießen. Ich habe jetzt nur Angst, dass meine Cap gleich wieder leer geht. Erlischt, weil dann bin ich tot auf jeden Fall. Da ist was. Oder hier oben. Ja, hier oben können wir auch landen. Ach, das war die Starterplattform hier. Hier haben wir angefangen. Und dann bin ich da runtergeflogen, ne? Soweit ich weiß. Bin ich hier runtergeflogen? Nein, da ist nämlich eine Red Coin. Die holen wir uns. Die holen wir uns. Vorsichtig. Und Stampfattacke. Bam. So, her damit. Die Hälfte hätten wir. So, Cap erneuern. Immer wieder wichtig. Na, okay. So, wo fliegen wir jetzt hin? Ich glaube, auf der Plattform da unten war ich schon. War ich auf der hier unten? Okay, das war die Kanone. Da war ich. Da war ich, glaube ich, auch. Da war ich. Da oben bin ich gerade gewesen. Da ist noch eine Red Coin. Wahrscheinlich ist da oben auch noch eine.
Ja, man sieht die auch schon. Wo fliegen wir jetzt als nächstes hin? Ich könnte zur Kanone runter, zu der Kanone, hier oben und dann dahin. Weil ich glaube, von hier kann ich da nicht hochfliegen, deswegen... Oder ich könnte straight zu der Wolke da hinten hinfliegen, das mache ich auch, glaube ich. Aber ich werde nochmal meine Cappy erneuern. So, und jetzt werden wir mal schauen, dass wir da ohne Probleme hinfliegen können. So. Machen wir einen kurzen Zwischenstopp auf dieser Wolke hier. Da ist sogar ein One-Up. Ich habe vor der Stampfattacke gemerkt, dass das eine Wolke ist, wo man nicht stehen kann. Ich habe auf ZR gedrückt. In dem Moment, wo ich erkannt habe, dass das eine durchsichtige Wolke ist. Es hätte mich auch stark gewundert, wenn das im First Try geklappt hätte. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde cutten. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe dieselben 4 roten Coins wieder eingesammelt. Und jetzt werden wir gucken, dass wir denselben Fehler nicht nochmal machen. So, die Wolke ist... So Leute, wie jetzt schon dreimal gesagt, die Wolke ist durchsichtig. Lasst uns bitte nicht den gleichen Fehler nochmal machen, okay? So, wo fliegen wir denn jetzt hin? Bitte nicht in den Tod, da war ich jetzt schon sehr oft. Schaffe ich es auf die Erhöhung? Nein. Da ist nur ein One-Up. Da unten, hier unten war ich schon 5-mal. Also wir müssen jetzt hier ganz nach oben. Dann schießen wir uns mal mit der Rakete hoch. Meine Fresse. So. Da kann ich mich nicht hinschießen. Das ist zu gering. Dann schießen wir uns doch zur nächsten Kanone da oben hin. Das sollte ja irgendwie gehen. Genau. Komm. So. Und jetzt von der Kanone aus die anderen roten Coins bitte einsammeln. Da ist eine. Die ist durchsichtig, also holen wir uns direkt. Holen wir die uns direkt. Ach verdammt, natürlich hat das nicht funktioniert. Und ich habe Angst, dass die Cappy gleich zu Ende ist. Aber wir haben die Coin noch einsammeln können. Und jetzt machen wir einen Zwischenstopp auf dieser Insel hier. Das war die Starterinsel. Hier wird auch die 8 rote... hier wird auch der Stern spawnen. So, wohin jetzt? Wohin jetzt? Da oben ist was. Wie komme ich denn da hin? Ich muss mich da ja hinschießen lassen irgendwie, weil sonst geht das gar nicht. Uff. Oh Mann, ist das Stress. Ganz ehrlich, wer tut sich dieses Game freiwillig an? Jetzt mal ehrlich. Das ist unfassbar, ey. Ich will dieses Spiel im Leben nicht freiwillig nochmal spielen. Geschweige denn Speedrun, Alter. Es gibt ja Leute, die Speedrun das Game. Mit der Steuerung. Seid ihr krank? Habt ihr was geraucht oder so? Also Respekt plus, Alter. Respekt plus an alle. Oh mein Gott! Das war ja magnifik, ey. Das war ja... Oh, das war ja perfekt. Ich kann schon gar nicht mehr reden. So perfekt war das. Wir haben 6. Ah, man sieht die 2 letzten roten Coins. Und wie komme ich da hoch, bitte? Okay, ich muss nach rechts. Ich muss mich mit der... Rakete wirklich ganz nach oben schießen lassen mit der hier. Oh Mann, bitte. Ich bin schon 13 Minuten in. Wir haben keinen einzigen Stern außer einen Gratis-Stern. Da hoch. Auf geht's! Okay. Das Ding ist, jetzt müssen wir auch noch zum Stern kommen. Der jetzt spawnen wird. Der ist genau unten. Wo ist der jetzt genau? Fliegen wir einfach mal drauf los. Wir werden den schon einsammeln. Da ist er. Jetzt keine hektische Sache. Egal. Komm, hol dir den verkackten Stern. Es reicht. Ich will hier weg. So. Dieser Stern zählt jetzt nämlich ebenso als ein geheimer Stern. Das heißt,
Uns fehlt noch ein geheimer Stern, dann hätten wir alle. So, und jetzt werden wir noch Kurs 14 besuchen und wir springen... Ah, ich hab's verkackt. Oder? Hab ich's verkackt? Rolle den Käfig, ist Stern 1. Yep, ich hab's verkackt, super. Wir gehen einfach mal das Level entlang. Wenn man jetzt, den Zeiger abgewartet hätte... Oh! Oh! Ey, ist das krank hier. Also vorab, jeder sollte dieses Level kennen. Dieses Level hatte auch eine eigene Strecke in Mario Kart DS. Nein! Oh Mann! Ich zeige euch jetzt einfach, was ich hier gerade 80 Mal erklären wollte. Wir warten einfach mal ab, bis der große Zeiger die 12 erreicht. Und dann springen wir rein. Wenn ihr das nämlich so macht, dann steht der komplette Kurs still. Die Uhr hat sich hier nämlich gerade noch bewegt. Und jetzt ist die Uhr komplett kaputt. Das heißt, nichts funktioniert mehr hier, es läuft kein Strom. Das heißt, man kann eigentlich ganz gechillt von unten nach oben laufen. Wo jetzt die vereinzelten Sterne sind, Leute, ich habe absolut keine Ahnung. Und wisst ihr was? Es ist mir auch scheißegal. Wir sammeln einfach irgendeinen Stern ein, der uns irgendwie in die Quere kommt. Scheißegal, welche Mission es ist. Weil normalerweise bin ich eigentlich nicht so, aber mir platzt echt die Hutschnur. Zumindest, ich glaube, die Hutschnur ist schon geplatzt, da ich keine Hüte trage. So. Deswegen, wir sammeln jetzt einfach irgendeinen Stern ein. Mir scheißegal wen. Aha, der hat sich doch schon mal hier perfekt angeboten. Dann nehmen wir... Oh, da unten ist auch einer. Ich glaube, der Stern unten ist ekliger zu erreichen. Was? Was war denn das jetzt? Der untere Stern, der sah viel widerlicher und schwieriger zu erreichen aus als der obere. Deswegen werden wir uns als erstes den unteren Stern krallen. Bevor wir dann den oberen Stern nehmen. Es ist halt nur jetzt relativ unnötig, da ich jetzt 80 Mal den gleichen Weg gehen muss. Und wenn ich halt verrecke, muss ich den Weg halt noch öfter gehen. Aber so ist das, Leute. Ne? Generell, ich muss sagen, Endgame von Super Mario 64 ist echt, naja. Es hat stark angefangen, das Spiel. Die mittleren Welten waren auch okay, aber so die Endwelten, die sind echt mies, finde ich. Kannst du bitte das tun, was ich dir sage, du Opfer? So, das solltest du von Anfang an machen. Meine Fresse, ey. Unfassbar, wie viel Zeit hier schon wieder drauf geht. Ich muss einmal cutten und dann wieder cutten und cutten und cutten. Das ist alles, was ich in diesem LP mache. So, wir gehen wieder bei 12 rein, dann haben wir es am einfachsten. Das war Stern Nummer 3, mir scheißegal, wie gesagt. Wir sammeln einfach irgendeinen Stern ein, in der Hoffnung, dass wir viel schaffen in diesem Part. Alter, ist das jämmerlich, ey. Da muss ich selber schon sagen, dass ich sehr enttäuscht von mir bin. Aber ich glaube, das liegt einfach nur mit meiner Bindung an Super Mario 64 an. Oh Mann. So, wir gehen da hoch wieder. Ich bin auch vorhin, als ich gecuttet habe, bin ich bei 6. Als der große Zeiger bei 6 war, reingesprungen. Und da ist irgendwie alles rückwärts gelaufen. Ich bin halt direkt verreckt, weil ich damit nicht gerechnet habe. Aber ja, auch interessant. Mario, bitte, hör auf mit diesem Sportunterricht und geh einfach den Stern holen. Dankeschön. Das sieht auch nach einem Käfig aus. Ich glaube, das war sogar Stern 1. Ja. Gut. Aber es ist noch ein langer Weg bis ganz nach oben. Also wieder mit der 12 rein. Ich glaube, das hat noch gezählt, hoffe ich. Lass dir den Weg zeigen. Das war der andere Stern. Achte auf das Pendel. Naja. Und diese Musik kann man einfach irgendwann nicht mehr hören. Diese Musik kann man wirklich einfach nicht mehr hören irgendwann. Problem ist, Welt 14 und Welt 15 haben diese Musik. Das heißt, gewöhnt euch an diese Musik. Die werdet ihr noch sehr oft hören. So, wir gehen einfach mal jetzt weiter hoch, diesen Tic-Tac-Trauma hier. So, wir gehen hier weiter.
denn es geht ja immer noch weiter und weiter. So, das würde sich normalerweise nach oben bewegen, da haben wir jetzt natürlich ein Problem, aber Mario ist ja Sportler, ne? Sportlich begabt. So. Jetzt geht's da weiter, glaube ich. Und hier auch. Oh nein, meine besten Freunde. Lass mich bloß in Ruhe. Ist hier ein Stern drin? Nein. Da geht es weiter. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen sollten. Ich gehe mal hier weiter. Eich! Okay. Mit der Power des Eichs habe ich es hingekriegt. Okay, hier ist ein blauer Münzenschalter. Das heißt, wenn wir 100 gelbe Münzen sammeln, wissen wir, wo wir mehr Geld kriegen. Geht es hier noch weiter hoch? Alter, was ist denn das für eine Welt? Es geht ja noch weiter nach oben. Ah, und hier geht es weiter nach oben. Aber ich nehme mal den Stern jetzt hier auf dem Weg mit. Wenn wir schon mal hier waren. Oh mein Gott. Und weiter, 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 weiter. Das war sogar der Stern, den wir holen sollten. Krass. Und wieder bei 12. Zack. Was haben wir hier? Stampfe mächtig auf? Was soll denn das sein? Mir egal, was es ist, wie gesagt. Wir holen uns einfach irgendeinen Stern, den wir finden. Das war wieder echt knapp. Wir sind doch sogar an einem Stern vorbeigelaufen sogar, ne? Nehmen wir einfach den mit. Oh, nein. Das war knapp. So, weiter, 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 immer weiter. So, hier wieder den Rückwärtssalto nach oben. Nicht von dem Sparky-Sticker ärgern lassen. Da kann ich mich noch erinnern, wie ich in der achten Welt gelitten habe. So, was war jetzt hier oben? Ich sagte... Alter. Was ist hier oben? Ach, warte. Das ist diese... Ah. Also sind wir doch nicht an einem Stern vorbeigelaufen. Wir müssen also weiter hoch. Okay. Dann machen wir das. Gehen wir hier einmal außen rum. Ich kürze jetzt nicht ganz gestört ab. Oh mein Gott, oh, dieser Sprung ist auch widerlich. So, wir gehen einfach jetzt hier weiter. Ich sehe nichts. So, wie komme ich jetzt da hoch? Das ist schon wieder so richtig widerlich. Ja, das war klar. Ich bin wenigstens nicht gestorben. Das ist doch schon mal was. Das heißt, wir haben gleich noch einen Try. Hier sind auch Münzen, womit ich mich heilen kann. Also runterspringen solltest du jetzt nicht. Halte ich da bitte fest. So. Ah, Mann. Und macht diese Welt irgendwie Spaß, Leute? Ich weiß nicht. Klar, ich nehme dem Level gerade jegliche Challenge weg. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ihr wollt auch einfach nur, dass ich jetzt dieses Let's Play beende und damit dieser Qual ein Ende hat. Ah, Mann, ey. Bitte lasst diesen Scheiß hier einfach enden. Nehmt einfach diesen Stern noch mit. Keine Ahnung, wie lange der Part für euch ist wieder, weil ich halt 5 Millionen Mal gecuttet habe. Das heißt, ich habe wieder gar keinen Plan von der Partlänge. Krass, er hat es geschafft. Und jetzt da hoch, oder was? Oh mein Gott, was ist denn das wieder für ein Kacksprung eigentlich? Diese Qual. Dieses Leid. Ja. Ja. Genauso, Mario, nicht anders. Wäre es jetzt nicht sogar schlauer, jetzt zu sagen, wir sammeln die 8 roten Coins und die 100 gelben? Wow, ich lebe noch. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß nicht, macht es jetzt Sinn, die 100 gelben Münzen zu sammeln? Ich bin jetzt wieder ganz unten. Ach komm, sammel einfach. Was habe ich schon zu verlieren? Außer Nerven. Welcher Unmensch hat dieses Level entwickelt? Holy shit. Warum machst du keinen Wandsprung? Ich werde jetzt so lange da rumspringen und cutten, bis ich da oben gelandet bin. Ich werde jetzt alles, was in meiner Macht steht, tun, um hier jetzt die 100 gelben Münzen mitzunehmen. Weil nochmal freiwillig 38 Münzen sammeln werde ich wahrscheinlich nicht. Niemals. Hier werden die Nerven getestet, ey. Hier werden die Nerven getestet. Es wird jetzt so lange gehen, bis ich da oben bin. Ich komme da nicht mal hoch.
Selbst wenn ich auf dem Block lande, was ist da? Wie komme ich denn weiter? Oh nein. Hä? Leute, übersehe ich irgendwas? Oh. Oh no. Oh no. Oh hell no. Ich realisiere gerade. Oh nein. Wir können nicht weiter nach oben. Dafür muss der Scheiß hier laufen. Aber ich habe schon 82 Coins. Oh, ist hier denn echt nirgendwo noch irgendwo Coins, bitte? Tu mir das doch jetzt nicht an. Wisst ihr was? Diese Plattform hier, die bringt uns nach ganz oben. Aber die bewegt sich halt erst, wenn die Maschine hier läuft. Die bringt uns dann hoch, dahin. Ey, da komme ich doch mit einem Dreifach-Jump hoch. Doch, ich gebe nicht auf. Aufgeben ist nicht. Ich komme dann mit einem Dreifach-Jump hoch. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich auf dieser kleinen Plattform jetzt einen Dreifach-Jump schaffen soll, aber vielleicht kann ich ja... Leute, wenn das jetzt klappt, dann möchte ich, dass ihr das Video liked. Let's do this! It's big brain time. Okay, es hat fast funktioniert, glaube ich. Das ist doch locker machbar. Warte mal, vielleicht so? Mare, du musst jetzt aber auch einen Wandsprung machen, wenn ich dir das sage, okay? Warum hast du keinen Wandsprung gemacht? Wenn er den Wandsprung gemacht hätte, ich hätte es geschafft. Ey, zum Glück gibt's da dieses Herz, ey. Wenn es dieses Herz nicht geben will, ich würde 15 Mal sterben. Aber durch das Herz kann ich mich ja immer wieder heilen. Wie gesagt, Leute, ich gebe nicht auf.